So, willkommen zurück. Folge 184 von Let's Play Mass Effect Andromeda. Immer noch bei Neu to Junker, meine ich natürlich. Und jetzt geht's. Ich spreche mal mit Ordnert Grott. Grott. Das hier ist mein alter Freund Grott. Grott. Er hat diesen Ort quasi ganz alleine aufgebaut. Ignorieren Sie einfach, dass er ein Hirtenort ist. Dafür kann er ja nichts. Was halten Sie von der Kolonie? Ziemlich beeindruckend, ha? Ordner Rex. Es ist rustikal. Ja, und genau so wollten wir es haben. Rustikal. Ich nehme an, Sie haben Fragen. Woher kennen Sie Drag? Wir haben früher zusammen geschürft. Wir hatten ja noch nicht mal alle vier Eier im Sack. Und seitdem werde ich ihn einfach nicht mehr los. Oh Mann, ey. Was haben die mal mit ihren Eiern, ey? Seit wann gibt es die Kolonie schon? Seit wir die Nexus verlassen haben, nach der Meuterei. Einfach so? Runter von der Nexus und Kolonie gründen? Wir sind Kogama, Kleiner. Wir können überall leben. Wir könnten uns auf einem Vulkan niederlassen und kämen trotzdem bestens zurecht. Es gibt hier viele Fertigbauteile und Shuttles. Ein Teil davon ist Ausrüstung, die wir auf der Nexus gelagert hatten. Den Rest haben wir gestohlen, als wir gegangen sind. Es ist ja nicht so, dass uns irgendjemand aufhalten wollte. Es gibt hier viele Pflanzen. Woher kommen die? Seit der Clan hier ist, haben Vaughn und sein Assistent unermüdlich an dem Gewächshaus gearbeitet. Wir haben ihm und Hark ein paar echt schicke Buden gebaut. Mit Lampen und all so einem Tinnef. Die neuen Tuchanka-Pflanzen gedeihen viel besser als die zu Hause. Viel weniger Strahlung. Ja, wartet mal ab, bis ihr die Atome wieder in den Fingern habt, Jungs. Sie scheinen sich hier richtig wohl zu fühlen, Drag. Und du wirst nicht jünger. Willst du dich nicht langsam mal zur Ruhe setzen? Doch, klar. An dem Tag, an dem du mein Grab schaufelst, Opa. Das wird eine traurige Ehre. Wir reden später. Ich verkaufe prinzipiell keinen Rönnkohl an Menschen. Was hat Sie dazu gebracht, nach Helios zu kommen? Ich war es leid, auf einem toten Planeten zu leben und dabei zuzusehen, wie sich mein Volk in Stücke reißt. Die Reise auf der Nexus war eine Chance, nochmal von vorne anzufangen. Aber Sie haben die Nexus verlassen. Und das hier aufgebaut. Es war die beste Entscheidung, die wir Krogana je getroffen haben. Ich wünschte nur, wir wären im Guten gegangen. Es ist nicht klug, hier draußen alle Brücken hinter sich abzubrechen. Wie ist das Leben hier draußen? Es ist kein Paradies, aber leichter als auf Tuchanka. Zu Hause konnte es einem den Panzer vom Schädel reißen, wenn man während eines Nuklearsturms nach draußen gegangen ist. Wie war die Reise auf der Nexus? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch, wie uns die Salarianer in den Kälteschlaf versetzt haben. Ein paar von uns brauchten die doppelte Dosis, um einzuschlafen. Dann war da nichts mehr. Und plötzlich waren wir hier. Fragen Sie Baruch, wenn Sie mehr wissen wollen. Er ist angeblich während der Reise aufgewacht und hat 50 Jahre allein auf der Nexus gelebt. Was? Das hat er doch erfunden. Kann schon sein. Aber es ist trotzdem eine gute Geschichte. Was ist Rönnkohl? Organischer Alkohol. Er geht runter wie eine scharfe Granate. Und ich brenne ihn selbst. Er ist der Stärkste in der gesamten Galaxie. Das ist beeindruckend. Eigentlich nicht. Ich bin schließlich die einzige Rönnkohlbrennerin in dieser Galaxie. Erinnern Sie mich daran, mich damit einzudecken. Kein Alkohol mehr.
Wieso verkaufen Sie kein Rhynkol an Menschen? Weil ich schon zu viel Zeit damit verbracht habe, Menschen wieder aufzupäppeln, die dachten, sie würden ihn vertragen. Tatsache ist, sie vertragen ihn nicht. Er bringt sie vielleicht nicht um, aber es endet immer in einer Riesensauerei, die ich dann wegmachen darf. Ich wette, mir passiert das nicht. Das sagen sie alle. Okay, sie lässt es nicht drauf ankommen. Das war vorerst alles. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Ach ja, so viele Gespräche, die einfach teilweise ins Nichts führen. Barker, hör dir doch nur mal selbst zu. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hat dieser Wurm gedacht, mir fällt das nicht auf? Es ist mein Trupp, nicht der von Gran. Und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass sie Befehle von ihm annehmen. Irgendwie jetzt. Was soll ich unternehmen? Kümmere dich darum, Cortex, sonst mache ich das. Die Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der diese Kolonie zusammenhält. Ärger? Varka und Gran haben zu Hause zusammen gekämpft. Seite an Seite. Aber immer als Konkurrenten. Das hat ihnen Kraft gegeben. Jetzt haben sie keine Feinde mehr. Also bekämpfen sie sich gegenseitig. Ich spüre, wie die Lage sich verschärft. Die Kolonisten ergreifen Partei. So beginnen Clankriege. Eine gespaltene Kolonie kann hier draußen niemals überleben. Und genau deswegen müssen wir schnell handeln. Die beste Methode, um diesen Streit zu beenden, ist ein Ritual der Einigung. Und das funktioniert wie? Man steckt sie zusammen mit einer Bestie in einen Ring, damit sie als Team kämpfen müssen. Der Sieg über einen gemeinsamen Gegner ist ein starkes Band. Für Krogana bedeutet so etwas viel. Wenn sie mir helfen, das Ritual durchzuführen, können wir diese Kolonie zusammenhalten. Glauben Sie wirklich, dass Barker und Gran einen Krieg anzetteln könnten? Große Probleme sind anfangs immer kleine Probleme. Ich will kein Risiko eingehen. Wie könnte ich bei dem Ritual helfen? Nun, zunächst einmal brauchen die beiden einen Gegner. Sie meinen aber hoffentlich nicht mich. Nein, aber Sie müssen mir dabei helfen, eine Bestie in die Arena zu treiben. Schamanen stellen für so etwas einen speziellen Köder her, der auch helfen sollte, die Bestie zu unterwerfen. Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen zu helfen. Gut. Legen Sie den Köder in der Wildnis aus, um einen Koloss anzulocken. Die Bestie ist wahrscheinlich zunächst streitlustig, also seien Sie vorsichtig. Ich halte Varka und Gran auf Distanz, bis Sie zurückkommen. Viel Glück. Ein Habitat wilder Kolosse betreten. Destiny Ascension. Das ist die, die ich jedes Mal umgebracht habe. Halten Sie sich von Mordor fern. Nadia? Ach komm, leck mich. Ist der oben? Ach, wie komme ich denn da hin? Da hinten ist ein Aufgang. Ist das der Aufgang hier? Ja. Schon mal am Meer von Ataraxia gewesen? Ziemlich wild da draußen. Die töten einen schon für einen Reifen. Moment mal, das ist es doch gar nicht. Das ist doch ein Erinnerungsauslöser. Das ist doch da. Ich bin doch richtig gewesen. Ah, verflucht. Ihr da! Repariert die Wassertanks! Unten in der Arena, hat er gesagt. Er fließt. Nur darauf. Noch ein Leck? Ja, dieser beschissene Exilantenschrott. Hä? Sind auch wieder da.
kommt man denn da runter? Ach, das ist noch eine Stufe tiefer. Das ist nur, die Karte überlappt da nur. Okay, wir müssen hier raus. Also war ich schon noch richtig, wo ich war. Wie komme ich denn da jetzt noch tiefer? Hier ja nicht. Hier geht's noch tiefer. Moment mal, war ich da nicht schon? Tut mir leid, Pathfinder. Fremde haben keinen Zutritt zu den Wohnquartieren. Morda plant eine Expedition zu diesem Tag. Ah. Dann bin ich hier vorhin nicht lang gelaufen. Okay, dann laufe ich da mal noch hin. Komm schon. Wir müssen es zumindest versuchen. Hey, Nexus, helfen Sie mir mal. Die Initiative hat die Genophage doch geheilt, so wie sie es versprochen hat, oder? Nicht geheilt, aber sie hat gute Fortschritte gemacht. Die ist minimal. Es hat keinen Sinn, sich Hoffnungen zu machen. Es ist unsere Pflicht, die Kolonie mit starkem Nagmor-Nachwuchs zu bevölkern. Habe ich recht? Haben Sie schon mal versucht, Kinder zu bekommen? Natürlich. Vor der Reise und danach. Oft sogar. Wir müssen es einfach weiter versuchen. Ein Versuch kann nicht schaden, oder? Sie haben leicht reden. Ihre Kinder sterben nicht in ihren Eiern. Ja, das hört sich so falsch an. Die Kroganer beginnen hier ein neues Leben. Alles ist möglich. Der Pathfinder hat recht. Es ist ein Neubeginn. Wir haben jetzt wirklich eine Chance auf Nachwuchs. Wir setzen dieses Gespräch später fort. Sie glaubt anscheinend nicht so recht daran. Wissen Sie, ich habe diesen Adi selbst gefangen. Ich habe ihn ausgenockt, gefesselt und dann in meinen Shuttle geschleift. Aber ganz ehrlich, es ist kein Spaß zu fliegen, wenn einem so ein Vieh die ganze Zeit in den Rücken knurrt. Wetten Sie bei mir auf die Blutdrescher. Und? Sind Sie dabei? Klar, Mann. Klar, ich versuch mal mein Glück. Roter Wettschein. Und jetzt? Manager von Team Brünko. Nexus, wie läuft's? Macht Ihnen Eladen Ihr menschliches Leben zur Hölle? Dieser Planet ist kein Ort für Weicheier. Ja, auf der Erde gibt's keine Dreschlunde, an denen Sie üben konnten. Ich komme klar. Das würde ich zu gerne sehen. Wenn wir das nächste Mal auf Kolossjagd gehen, nehmen wir sie mit. Die Idioten.
Danke, aber ich passe. Ich muss mich Ihnen gegenüber nicht beweisen. Ach was? Und wenn ich sage, Sie müssen es doch? Wissen Sie was? Ich schicke Ihnen Videos. Die können Sie sich dann ansehen, falls Sie Ihre Überheblichkeit nicht vorher umbringt. Ha, guter Punkt. Eines Tages wirst du nämlich platt gemacht, Kinnar. Das weiß jeder. Was für ein Mecker. Das war kein Fehlerkampf. Ich habe mal einen Kampf zwischen diesen Viechern gesehen, der eine ganze Woche gedauert hat. Eine Woche. Ich guck mal auf die schlaue Uhr. Ich würde sagen, ich spreche mal noch mit Brank. Ah, gut. Mitteilung, gemeinschaftliches Miteinander. Okay, die meisten von euch sind entweder nach Geschlechtern getrennte Lager auf Tuchanko oder die Arbeit unter hauptsächlich männlichen Söldnern im Aal gewohnt. Aber jetzt sind wir hier alle zusammen, also lasst uns das Beste aus dieser Problemmöglichkeit machen. Nachdem wir von einigen Frauen Fortpflanzungswünsche und von Männern etliche Fragen zum Thema Fruchtbarkeit erhalten haben, kam es schon zu einigen wirklich guten Gesprächen. Und in den meisten Fällen sind inzwischen auch alle wieder von ihren Verletzungen genesen. Um den Dialog weiter zu fördern, gibt es aber ab sofort einige verpflichtende Werke zur kulturellen Erziehung. Blasto 6, Komplizen. Blasto und die Schwester vom Blasto-Partner vollziehen einvernehmlich verschiedene Paarungsrituale. Blastos Partner versucht daraufhin, weder seine Schwester zu bevormunden, noch erschießt er Blasto, weil dieser sich ohne seine Erlaubnis mit seiner Schwester paart. Flotte und Flottille. Belicius und Charlei sind ein gutes Beispiel für ein Paar, das sich trotz einiger kultureller Unterschiede mit umeinander bemüht. Ihr solltet allerdings nicht singen. Niemand singt während der Paarung. So etwas gibt's nur in Filmen. Das kann ich gar nicht genug betonen. Kranz kaum erwarten. Kranz kaum erwarten. Oh Mann, ey. Mir ist bewusst, dass einige von euch ein Problem damit haben, dass ein junger Kroganer eine menschliche Frau umwirbt. Aber da es in dem Video buchstäblich darum geht, dass ein männlicher Kroganer anständiges Werbeverhalten erlernt, werdet ihr alle schön die Klappe halten und es euch ansehen. Außerdem spielt Vega Boli Junior die Rolle des Vaters der Menschenfrau, so überzeugt, dass man ihn zum Ehrenkroganer ernennen sollte. Geständnisse einer Asari, 26 Tiefblau, kann nicht schaden. Wenn ihr damit durch seid, empfehlen wir euch ein wenig Edutainment in Form der Dating-Simulationen, die im Nebenladen erhältlich sind. Ich wüsste nur weniges, was uns alle mehr über Romantik lehren könnte, als ein interaktives Spiel zu diesem Thema. Gott! Oh. Mitteilung Geschütz-Upgrade. Habt ihr alle mitbekommen, wie mein Geschütz einen kompletten Kettjäger in die Luft gejagt hat? Ich meine, klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr es mitbekommen habt, weil die Explosion nämlich die Sehnerven einiger Männer geschädigt hat, die keine Schutzbrille aufhatten. Männer, Schutzbrillen sind eure Freunde. Vertraut auf die Schutzbrillen. Ich absolviere jetzt meine Apex-Ausbildung. Hab euch aber die Codes dagelassen. Außerdem könnt ihr mich jederzeit um Hilfe bitten, falls meine Geschütze innerhalb von Sekunden sämtliche Feinde erledigen und euch Pycheks dadurch schlecht... Was ist denn heute los? Euch Pycheks dadurch schlecht aussehen lassen. Ihr seid das beste Kant, das sich eine Frau nur wünschen kann. Zeigen wir diese Galaxis, wozu wir fähig sind. Also ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie total im Arsch, was das Lesen angeht. Noch was. Denkt daran, eure FFS aktuell zu erhalten. Ich habe den Geschützen einen Verhaltungsalgorithmus einprogrammiert, durch den sie glücklich sind, wenn sie irgendetwas umlegen. Das Ganze ist wie ein Blutrausch für Geschütze und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wie gedacht funktioniert, aber man weiß ja nie. Habt Spaß. An alle neuen Väter. Gibt es noch andere Männer mit Kindern, die Interesse an einem Treffen hätten? Jetzt, wo man von uns erwartet, sie gemeinsam mit den Frauen großzuziehen, anstatt sie nur hin und wieder zu besuchen, habe ich jede Menge Fragen. Wir sollten uns also gemeinsam mit den Kleinen zusammensetzen und rausfinden, wie wir es hinkriegen. Es wäre vielleicht am besten, die Umgebung dabei kindersicher zu machen. Also keine Explosionsgeschosse, okay? Wendet euch an den
Verfasser dieser Mitteilung, um zu erfahren, wann wir uns treffen. Die haben vielleicht alle Probleme, ey. Ja, ich würde sagen, ich mache mal an dieser Stelle einen Cut. Die Folge geht schon wieder lang genug. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Und ich werde mit Brank reden. Mal gucken, wie es dann weitergeht mit der Hauptgeschichte hier mit den Kurganern. Also, bis dahin. Tschüss.